Ein waschechter Koreaner war der Kia Ceed nie. Entwickelt in Deutschland, gebaut in der Slowakei, sollte er immer schon Europäer von sich überzeugen. Das hat gut funktioniert. Rund 150.000 Exemplare wurden bisher alleine in Deutschland verkauft. Auf einer Länge von 4,31 Meter bietet bereits der normale Ceed ausreichend Platz. Doch mit dem Kombi geht noch mehr. Der Ceed Sports Wagon kommt auf einer Länge von 4,60 Meter. Äußerlich wirkt er eher etwas gediegen. Eine sich verjüngende Fensterlinie, ein integrierter Dachspoiler über der angeschrägten Heckscheibe und angedeutete Luftauslässe an den äußeren hinteren Ecken verströmen einen Hauch Dynamik. Motortechnisch sind wir mit dem 1,6 Liter Turbodiesel unterwegs. Natürlich erfüllt er die Norm Euro 6d Temp und leistet 100 kW. Laut Kia soll man mit diesem Motor hier 3,9 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbrauchen. Das kann ich in der Praxis leider jetzt nicht testen, da wir kurvige Straßen befahren und vor allem Straßen mit einer höheren Steigung. Aber laut meinem Tacho verbrauche ich jetzt aktuell 5,8 Liter im Durchschnitt und das finde ich bei solchen Straßenverhältnissen trotzdem in Ordnung. Der Diesel grummelt leise, aber hörbar vor sich hin, wird beim Leistungsabruf etwas lauter, quält die Insassen aber nicht. In der Endgeschwindigkeit bleibt er 10 km/h hinter dem Benziner zurück. Der Sportswagen kostet 1.000 Euro mehr als der normale Fünftürer. Das Fahrwerk des fünftürigen Kia Ceed und das vom Sportswagen ist meiner Meinung nach identisch abgestimmt. Beide fühlen sich straff an, das soll jetzt kein Negativpunkt sein. Mir persönlich gefällt es, da ich das sportliche Fahren eher bevorzuge. Für alle, die optisch mehr wollen, ist in Kürze der vom Dreitürer zum fünftürigen Shooting Brake mutierte Pro Ceed zu haben. Der Sportswagen spielt die Rolle des praktischen Alltagsbegleiters und das mit viel Liebe zum Detail.